Vom Heft Nummer 5, das erste Heft vom Bibelpanorama, die Lektion Nummer 2, das zweite Teil. Und zwar, wo es steht, Archäologie, auf Seite 16. Archäologie. Die Bibel ist ein zuverlässiges historisches Dokument. Ganz wichtige Information, weil die Bibel erzählt sehr, sehr viele Sachen, die geschehen sind. Sehr viele Geschichten, die dann aber meistens tatsächlich geschehen sind. Das heißt, diese andere, wo ich sage, okay, wenn es meistens heißt, dann heißt es, es gibt einige, die nicht geschehen sind. Ja, zum Beispiel, es gibt ein paar hier eine kleine Geschichte, die jemand erfunden hat. Jetzt erinnere mich nicht den Namen der Person, die jetzt eine kleine Geschichte erfunden hat, um etwas zu erzählen. Zum Beispiel auch Jesus hat seine Gleichnisse erzählt, ne? Der Sämann, der ging und zum Säen und so weiter. Das heißt, wo es steht, ein Gleichnis, wo man sofort weiß, das ist nicht wirklich passiert, das hat Jesus erfunden. Ne? Aber weil es dort so steht. Und so auch im Alten Testament, wo es steht, das ist geschehen, dann ist es auch geschehen. Dann ist es ja geschichtlich, nicht hier eine erfundene Geschichte, sondern eine Geschichte, die tatsächlich stattgefunden hat. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir das so erkennen. Es gibt Leute, die sagen, ja, das meiste, was in der Bibel steht, das ist wurde erfunden und so. Nein, das stimmt nicht. Wo die Bibel, ne, wo man die Bibel liest und merkt, dass es da um Sachen geht, die tatsächlich geschehen sind, ne, dann können wir auch herausfinden, dass sie geschehen sind, zum Beispiel durch die Archäologie. Weil vor 200 Jahren, als die Archäologie nicht gab, dann haben viele Leute gesagt, ja, die Bibel, die erzählt Sachen, die nicht passiert sind, aber die Archäologie hat immer mehr Sachen ausgebuddelt, ne? Du weißt schon, die Archäologen, die haben ihre da Ausgrabungsstätten, wo sie dann graben und so und dann hier Gegenstände, die ja so 1000, 2000 oder 3000 Jahre waren und dann können ganz, ganz viele Sachen herausfinden, ob bestimmte Könige tatsächlich gelebt haben und bestimmte Geschehnisse, bestimmte Katastrophen und so weiter geschehen sind und die alle passen immer mit der Bibel zusammen. Das heißt ja, nicht alle Sachen, die die Bibel erzählt, wurde von den Archäologen nachgewiesen. Aber jedes Mal, wo die Archäologen etwas finden, was irgendwie in der Bibel genannt wird, dann stimmt das überein. Und dann sieht man immer wieder, dass die Bibel tatsächlich nicht nur die Wahrheit ist, sondern die Sachen tatsächlich geschehen sind, die dort beschrieben werden. Und das hilft uns wiederum, die anderen Sachen auch zu bestätigen. Wenn es Sachen da sind, die, wo die Archäologen nichts gefunden haben, dann können wir wissen, okay, früher oder später werden sie vielleicht etwas finden. Und das bestätigt sich immer weiter, immer weiter. Immer mehr können wir gewiss sein, dass alles, was in der Bibel steht, dann auch tatsächlich so geschehen ist. Einige Beispiele. Ich habe hier eine Liste von 10, lass mal sehen, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 10 Sachen. Beispiele, die die Archäologen rausgebuddelt haben, dass es tatsächlich gab. Hethiter. Es gab früher Leute, die gesagt haben, ihr Hethiter, die gab es gar nicht. Alles erfunden und so. Aber die Archäologen haben hier und dort gegraben und immer weiter und das angefangen und später immer wieder bestätigt. Darius Existenz, haben auch viele Leute gedacht, den gab es gar nicht. Dann haben die Archäologen gefunden, Referenzen auf ihn. Existenz des umstrittenen babylonischen König Belsasar, auch so ein Fall. Die Israel-Stele, Gedenkstein, wurde in ägyptischen Theben gefunden. Sie ist die älteste außerbiblische Erwähnung des Volkes Israel um 1200 vor Christus. Eine Inschrift von assyrischen König Sanherib erwähnt den König Hiskia aus Juda
Eine Inschrift erwähnt Pontius Pilatus und erweist ihn als reale Persönlichkeit. Mindestens 50 Personen der Bibel archäologisch nachweisbar. Ton, Ziegelsteine mit Streu und der Tod der Erstgeborenen in Ägypten. Mauern Jerichos, die nach außen fielen. Eine Bekehrungswelle zum Monotheismus in Ninive. Das sind so Sachen, die die Archäologen entdeckt haben, die zeigen, dass Sachen, die die Bibel behauptet, obwohl sie jetzt vielleicht merkwürdig klingen, wie die Mauern Jerichos, die nach außen fielen, wo man denkt, ja, wenn jetzt an Soldaten gegen eine Stadt kämpfen, sie angreifen, dann würden die versuchen, die Mauern zu zerstören und die würden nach innen fallen, weil die Soldaten sie von außen angreifen oder so. Ne? Aber die Bibel sagt, sie fielen nach außen. Ne? Und die Archäologen haben das ausgegraben und entdeckt, interessant, nach außen. Ne? Und auch das mit den Tonziegelsteinen mit Streu, ne? Das ist halt auch komisch. Tonziegeln macht man nur mit Ton. Ne? Und in der Bibel steht es, dass die Ägypter gesagt haben, hier mit Streu vermischen. Ne? Und so weiter. Das ist für uns ganz wichtig, das zu wissen, dass wir an ein Buch glauben, was wirklich erzählt von Sachen, die tatsächlich geschehen sind. Und das ist auch so eine Sache, ist auch so eine philosophische Sache, weil ja, ich sag mal so, wenn die Bibel über solche Sachen gelogen hätte, dann könnte man auch der Bibel nicht glauben an den anderen Sachen, an den geistlichen Sachen. Und das heißt, die Sachen sind verbunden, die Aussagen sind verbunden. Wenn das, was die Bibel erzählt über die weltlichen Sachen, die historischen Sachen, wenn das Wahrheit ist, dann ist auch Wahrheit die anderen Sachen, die geistlichen Sachen oder die Wundern. Weil wenn die Bibel erzählt, dass ein bestimmtes Wunder geschehen ist, dann fragt man sich, ja, ist das dieses Wunder tatsächlich geschehen? Und wie kann man wissen, ob dieses Wunder tatsächlich geschehen ist? So verstehe ich das. Ja, wenn das, was die Bibel erzählt über die Geschehnisse, stimmt, dann ist sehr wahrscheinlich, dass das, was die Bibel erzählt über solche Geschehnisse, die man nicht verstehen kann, dann wahrscheinlich auch geschehen ist. Ich denke jetzt wie ein Mensch, wie ein Weltlicher sozusagen. Ja, aber irgendwo ist es auch wichtig für uns, weil ja, wir wollen nicht an Märchen glauben. Wir glauben nicht an der Bibel, weil wir Fanatiker und durchgeknallt sind, sondern weil wir, ich sage mal so, schon glauben, dass die Bibel tatsächlich die Wahrheit ist und das, was die Bibel erzählt, wirklich so passiert ist. Deswegen glaube ich an der Bibel und unser Glauben wird immer stärker, weil wir immer mehr Sachen sehen, die sich bestätigen. Weil ich will mal sagen, die Hälfte, was in der Bibel steht, sind Wunder und die andere Hälfte sind historische Geschehnisse. Und wenn die historischen Geschehnisse wahr sind, dann sind die Wunder auch wahr. Obwohl man die nicht beweisen kann heute, man kann die nicht nachmachen. Aber wenn man denkt, ja, die biblischen Autoren, die haben sich der Wahrheit verschrieben, die Sachen, die historischen Sachen, die sie beschreiben, die stimmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Sachen auch stimmen. Halleluja. Gut, jetzt ein völlig neues Thema. Das Alte Testament untermauert das Neue Testament. Ja, weil die Frage auch total wichtig ist, oder mehrere Fragen öffnen sich hier in diesem Moment. Zum Beispiel, wozu brauchen wir das Alte Testament? Könnten wir nicht sagen, Papierverschwendung, 900 Seiten, die man wegwerfen könnte. Ne? Wozu braucht man so viel Papier? Ne? Zum Beispiel, es gab schon in der Zeit, direkt wenige Jahre nachdem Jesus auferstanden ist, gab es schon Leute, die gesagt haben, Altes Testament brauchen wir nicht und die meisten Briefe des Neuen Testaments brauchen wir nicht. Nur hier Evangelien oder ein Evangelium reicht uns schon und fertig. Ne? Das heißt,
Das sind nicht unwichtige Fragen. Das sind nicht unwichtige Fragen. Warum haben wir alle das Alte Testament? Nicht aus Spaß oder nicht aus nur aus Tradition, sondern das Alte Testament ist total wichtig für uns. Punkt Nummer 1. Im Alten Testament wird eine Sprache gebildet, die es ermöglicht, das Neue Testament zu verstehen. Okay, ich meine jetzt nicht die hebräische Sprache, sondern einige Wörter, die im Alten Testament vorkommen, ohne die man das Neue Testament nicht verstehen kann. Zum Beispiel hier Brandopfer, Sühnedeckel, Bund, Vorhang, Stiftshütte, Blutbesprengung, Sohn der Sklaven und der Freien, Sündenbock, Ämter des Priesters und Fürbitter und ganz, ganz viele andere Wörter, die im Neuen Testament auftauchen, die aber im Alten Testament geschmiedet wurden. Das heißt, wir können ohne das Alte Testament das Neue Testament nicht verstehen. Wenn wir das Alte Testament nicht haben, lesen wir das Neue Testament und fragen uns, ja, was bedeutet Sühnedeckel, was bedeutet Vorhang, was bedeutet Brandopfer, was bedeutet, ne, Stiftshütte und so weiter. Das heißt, hier nur ein paar Beispiele. Es gibt noch ganz, ganz viele andere. Deswegen ist wichtig, dass wir das Alte Testament haben, damit wir das Neue verstehen. Ne, obwohl wir das Alte Testament nicht, wie kann man sagen, nicht im direkten Sinne folgen. Die Juden, die folgen das Alte Testament im direkten Sinn. Das heißt, die lesen das Alte Testament und gehorchen, was da drin steht. Und für uns ist das Alte Testament eine Vorbereitung. Ein, wie kann man sagen, wie Paulus sagt, ein Lehrmeister. Das heißt, welches Wort hast du gesagt? Eine Grundlage, ne? Eine Einleitung sozusagen auf das Neue Testament. Punkt Nummer 2. Anhand des Alten Testaments können wir Jesus besser oder kennen wir Jesus besser. Wer Jesus ist, was Jesus gelehrt hat, was Jesus getan hat. Ja. Wir können so vieles über Jesus nur über das Alte Testament verstehen. Zum Beispiel, dass Jesus das Lamm Gottes ist, können wir nur durch das Alte Testament, über das Alte Testament verstehen. Wo es die ganze Geschichte mit den Lämmern und so weiter, ne, steht. Ohne das Alte Testament könnten wir das nicht verstehen. Und wenn wir jetzt nicht verstehen, dass Jesus das Lamm Gottes ist, dann können wir gar nichts über Jesus verstehen. Ne? Dann können wir das Neue Testament auch wegwerfen, wenn wir das Alte wegwerfen. Weil, ne, dann können wir gar nichts verstehen. Wie zum Beispiel, wenn das Neue Testament sagt, dass Jesus der hohe Priester ist. Ja, ohne das Alte Testament können wir nicht wissen, was ein hoher Priester ist. Oder Mittler oder letzter Adam. Ne? Die Bibel, Neue Testament sagt, Jesus ist der letzte Adam. Ohne das Alte Testament können wir nicht wissen, wer der erste Adam ist. Und so weiter. Deswegen, ne, das Alte Testament macht die ganze Sache so das Fundament vom Neuen Testament. Ja. Punkt Nummer 3. Im Alten Testament werden grundlegende Fragen des Lebens beantwortet, wie der Ursprung des Menschen und des Universums. Ja, die Schöpfung zum Beispiel. Ja, woher kommen wir? Im Neuen Testament wird das nicht erklärt. Im Alten schon. Adam und Eva, die Schöpfung, Gott hat, ja, alles geschaffen, das Licht und so weiter. Und Punkt Nummer 2, die Verantwortung der Menschen vor ihrem Schöpfer. Ja, weil das Neue Testament so nicht dieser Aspekt betont. Gott als unser Schöpfer. Ne? Das wird im Alten Testament betont und das verliert nicht seine Gültigkeit. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ihre Gültigkeit verlieren im Neuen Testament. Wie, ne, Jesus selber hat gesagt, ihr habt gehört, was dem Alten gesagt wurde, ihr sollt nicht töten, aber ich sage euch, ne, und so weiter. Ihr habt gehört, man soll das nicht, soll die Ehe nicht brechen, aber ich sage euch, und so weiter.
Es gibt Sachen, die sich verändert haben. Einige Sachen, grundlegende Sachen haben sich verändert. Damals ging es, und Jesus hat gesagt, damals hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Das heißt, da gibt es Sachen, die sich verändert haben in der Einstellung, wie wir die Welt heute sehen sollen. Dass der Mensch ein Sünder ist, das kommt aus dem Alten Testament. Adam und Eva haben gesündigt. Das wird uns im Alten Testament gelehrt. Der Mensch ist ein Sünder. Und nur weil der Mensch ein Sünder ist, braucht auch der Mensch einen Erretter. Und deswegen macht das Neue Testament nur Sinn auf dem Alten Testament. Sünder braucht einen Erretter. Jesus ist der Erretter. Dass die Sünde den Menschen von Gott trennt, dass der Mensch keine Hoffnung auf Vergebung hat, ohne einen unschuldigen Stellvertreter. Alles, ne, lernt man im Alten Testament, hier die ganzen Texten, ne? 1. Mose, 2. Mose, Hesekiel, Johannes und so weiter. Nächster Punkt. Das Alte Testament lehrt uns, wer Gott ist und seine Attribute. Ja, weil auch das Neue Testament nicht so vieles erzählt über Gott Vater, über Gott der Schöpfer, über Gott der Allmächtige, Gott der Allwissende, Gott der Allgegenwärtige und so weiter. Das sind Sachen, die so im Alten Testament stehen. Und das Neue Testament, ne, will das Alte Testament nicht wiederholen. Wie kann man sagen, nicht sagen, ne? Jesus hat nicht gesagt, Leute, hör zu, lass uns das Alte Testament wegwerfen und ich mache hier eine Zusammenfassung vom Alten Testament und ihr schreibt hier ein Mini-Altes Testament sozusagen. Nein, Jesus hat ganz, ganz vieles vom Alten Testament genommen, ist zitiert, genannt, und vieles, was er nicht genannt hat, hat weiterhin seine Gültigkeit, wie diese ganzen Sachen hier über Gott. Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, unveränderlich, heilig, gerecht, liebevoll. Ne, sogar liebevoll. Man denkt, ja, Gott im Alten Testament, der war ein hassender Gott. Nein, falsch. Gott ist ein liebevoller Gott schon im Alten Testament. Hier vier Verse, die das, ne, untermauern. Und ne, viele sagen so, ja, der Gott des Alten Testaments, ne, und der Gott des Neuen Testaments. So was gibt's nicht. Das heißt, es gibt nicht zwei Götter, sondern es gibt nur einen Gott. Nur, dass er im Alten Testament eine Religion gegeben hat und im Neuen Testament sein wahres Gesicht gezeigt hat. Im Alten Testament hat er, wie kann man sagen, sich mehr so Abstand gehalten von den Menschen, um seine Heiligkeit zu betonen. Und im Neuen Testament hat er quasi gesagt, so jetzt, wo ihr wisst, dass ich heilig bin, jetzt gebe ich euch Zutritt zu mir. Das heißt, das Alte Testament, dass die Menschen verstehen, dass man Gott, ne, fürchten soll oder Ehrfurcht vor ihm haben soll. Und im Neuen Testament sagt Gott, danke, dass ihr Ehrfurcht vor mir habt. Und jetzt dürft ihr auch vor mir treten, mich anbeten, ne, direkt. Das eine annulliert nicht das andere, sondern das eine führt zum anderen. Ja. Nächster Punkt. Die Authentizität des Neuen Testaments wird nur anhand des Alten Testaments gewährleistet. Die Tatsache, dass viele Prophezeiungen des Alten Testaments im Neuen Testament erfüllt wurden. Er hatte schon, ich weiß nicht, ein, zwei Mal erwähnt, diese Sache. Wir glauben an Jesus von Nazareth, aber es gibt auch viele andere Jesusse. In Brasilien gibt es einer, der heißt, ne, Inri Christo. Er sagt, dass er die Reinkarnation von Jesus Christus ist. Und da gibt es einen anderen in Kolumbien oder so, der sagt, er ist der inkarnierte Sohn Gottes. Und es gibt andere, die sagen, sie sind die wahren Propheten oder dies und das oder die Inkarnation von Jesus und so weiter. Deswegen, ne, müssen wir uns fragen, ja, wer ist wirklich der Wirkliche? Wo liegt die wirkliche Wahrheit?
Und deswegen die ganze Prophezeiungen des Alten Testaments, die im Neuen Testament in Erfüllung gegangen sind, die zeigen uns ganz klar, dass Jesus Christus von Nazareth, der, ne, in Nazareth oder in Bethlehem zur Welt gekommen ist und in Nazareth aufgewachsen ist, genau der und kein anderer ist der inkarnierte Sohn Gottes. Ja, das hier, und da sehen wir die Bedeutung vom Alten Testament. Nur diese Bedeutung, die ist schon genügend. Die wäre schon, ne, genug, um zu sagen, okay, wir brauchen das Alte Testament. Ansonsten wäre Jesus eine Erfindung. Jeder kann kommen und sagen, ich bin der Jesus, ne, und so. Ja, jeder kann das sagen, aber nicht jeder kann die ganzen Prophezeiungen, hunderte Prophezeiungen vom Alten Testament erfüllen. Ja. Ohne die Prophezeiung des Alten Testaments könnten wir viele Geschehnisse, Gleichnisse und Lehren Jesu und der Apostel nicht verstehen, wie zum Beispiel die Ausschüttung des Geistes, Joel 3,1. Ne, als Pfingsten geschehen ist, haben viele gesagt, was ist los, was ist los? Ja, Petrus hat gesagt, das war vorhergesagt. Oder hier die Gemeinde, 1. Petrus 2,9. Ihr seid Priester. Ja, was sind dann Priester? Wir lesen das Alte Testament und dort lernen wir, was Priester sind. Und das können wir übertragen auf uns. Und das werden wir auch hier tun in den nächsten Lektionen. Besprechen das mit den Priestern und so weiter. Was hatte das eine Bedeutung und wie können wir das übertragen auf uns? Das hat ganz, ganz viele wichtige Bedeutungen. Der Sieg Christi über die Sünde. Ganz klar. 1. Mose 3,15, einer meiner Lieblingsverse, ne, wo die Schlange angesprochen hat und gesagt, der Nachfahren der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse stechen. Ne? Das heißt, die erste Prophezeiung der Bibel, was einige Sachen erzählt. Ne? Das heißt, dass ein Kampf gegen Satan stattfindet. Jesus ist der Gegner von Satan und dass Jesus Satan besiegen würde, aber dass Satan Jesus Leiden zufügen würde. Das alles stand schon im Alten Testament. Ganz klar, 1. Mose 3,15, aber auch Jesaja 53. Jesaja 53, was steht da, ne? Ne? Ganz starker Kapitel. Jesaja 53. Dass er die Sünden tragen würde von vielen. Ja. Ich sage mal so, das ist vom Sichtpunkt des Alten Testaments eine Absurdität. Weil, ne, die Juden, die glauben, ne, nur Gott kann Sünden vergeben. Aber wieso schreibt dann Jesaja? Ja, er wird die Sünden tragen. Das heißt, es wird ein Mensch existieren, der die Sünden anderer Menschen tragen wird. Das wurde prophezeit. Und die Juden haben das nicht geglaubt. Nee, nur Gott kann Sünden vergeben. Das heißt, alles war schon prophezeit, was die Juden selbst nicht verstehen konnten. Nicht verstehen wollten oder nicht konnten. Hier Jesaja 53, 5 zum Beispiel, ganz stark, und das wurde mehr als 500 Jahre vor Christus geschrieben. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesaja 53, 5. Ne? Wer meint hier Jesaja? Wer meint Jesaja? Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Die Strafe lag auf ihm. Die Strafe lag auf ihm. Welcher Mensch kann die Strafe der Sünde anderer Menschen tragen? Kein Mensch. Aber das wurde schon prophezeit und die Juden haben das nicht erkannt. Aber wir können das erkennen. Es geht um Jesus, ganz klar, der Einzige, der diese Prophezeiung erfüllen kann. Und ja, das ist wieder so ein Beispiel,
wie man das Neue Testament, ganz, ganz vieles im Neuen Testament nur anhand vom Alten Testament verstehen kann. Und auch zum Beispiel seine Wiederkunft. Die Wiederkunft Jesu. Es gibt Leute, die denken, das einzige Buch in der Bibel, die über die Wiederkunft Jesus redet, ist Offenbarung. Das heißt, Menschen, die entweder die Bibel gar nicht gelesen haben oder sie nicht aufmerksam gelesen haben, weil es gibt viele, viele Bücher in der Bibel, die über dieses Thema reden, wie hier Daniel oder Hesekiel und Jesus selbst, ne, Matthäus 25 oder 24 und auch in Thessalonicher Brief und in ganz, ganz vielen Stellen vom Alten Testament und sogar Hiob. Ne? Hiob, das älteste Buch der Bibel, ne, redet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am Ende, okay, Hiob redet über die Auferstehung Jesu, nicht über die Wiederkunft Jesu. Aber, okay, aber über die Wiederkunft Jesu, ganz, ganz viele Bücher der Bibel reden über dieses Thema, werden wir studieren im Heft Nummer 9. Da werden wir das alles studieren. Heft Nummer 9. Das heißt, das Alte Testament redet über die Wiederkunft Jesu. Warum ist das für uns wichtig? Weil, ne, man könnte sagen, ja, die Wiederkunft Jesu hat Jesus erfunden, um uns hinzuhalten oder so. Ne? Es gibt Leute, okay, die Ungläubigen, die erfinden immer solche Sachen. Ne? Die haben immer Gegenargumente. Aber wir halten dagegen und sagen, nein, die Wiederkunft Jesu, das zweite Kommen Jesu wurde schon 500 Jahre oder 1000 Jahre vor Christus prophezeit, dass Christus das erste Mal kommen würde und dass er noch ein zweites Mal kommen würde. Alles wurde schon im Alten Testament prophezeit. Ganz deutlich werden wir alle studieren und das, ne, ist für uns total wichtig, dass wir wissen können, das Neue Testament, das ist die Wahrheit, ja, weil es prophezeit wurde, alles wurde prophezeit und man sieht so, wie die Prophezeiungen in Erfüllung gehen, wie das alles verbunden ist, wie das Neue Testament in einer Linie mit dem Alten Testament steht. Das Neue Testament, im Neuen Testament wurde einiges, ich sag mal so, umgeworfen, wurde einiges verändert, aber im Sinne von Sachen, die schon im Alten Testament prophezeit waren. Zum Beispiel im Alten Testament wurde oft prophezeit von dem neuen Bund. Ich werde einen neuen Bund geben, einen Bund geschrieben nicht auf Steinen, sondern auf dem Herzen. Wurde im Alten Testament prophezeit. Das heißt, dann kam dieser neue Bund, wo Jesus dann gesagt hat, Leute, jetzt, ne, das geschrieben auf den Steinen ist jetzt nicht mehr so wichtig. Was jetzt wichtig ist, ist das geschrieben auf den Herzen, aber das wurde auch schon prophezeit. Diese Änderung wurde auch schon prophezeit. Das heißt, die Änderung, die das Neue Testament bringt, die wurden nicht erfunden von Jesus oder von irgendjemand, der zur Zeit Jesus gelebt hat, sondern die sind in einer Linie mit dem Alten Testament. Die sind Erfüllungen vom Alten Testament. Ne, nächster Punkt, das Alte Testament ist Schatten von zukünftigen Gütern. Zukünftig, das heißt eben, ne, aus dem Blickwinkel vom Alten Testament. Das Neue Testament liegt in der Zukunft vom Alten Testament. Okay, liegt in unserer Vergangenheit, aber in der Zukunft vom Alten Testament. Deswegen hier Hebräer Kapitel 10, Vers 1. Da steht es ganz klar. Schatten von zukünftiger Güter. Das heißt ein Schatten. Wie jetzt ein Schatten? Wenn man auf den Schatten guckt, kann man ahnen, wie das Bild aussieht. Und so ähnlich im Alten Testament kann man vieles ahnen über Gott, über Jesus, über den Messias. Kann man vieles ziemlich deutlich wissen. Aber nur als Jesus dann tatsächlich gekommen ist, dann war die Realität da. Dann kann man, ne, die vollkommene Offenbarung sehen, wie Jesus wirklich aussieht, was er wirklich getan hat. Deswegen diese, ne, diese Zeichnung hier, vollkommene Offenbarung.
wie so eine Sonne, die ihr Licht wirft auf das Kreuz und nach hinten der Schatten. Das heißt, das Kreuz Jesu erkennt man schon im Alten Testament ganz deutlich. Das Leiden Jesu, ne? Und dass er das Lamm sein musste und so weiter und so weiter. Jesus Christus und das Alte Testament. Wenn man die Bibel als Ganzes betrachtet, ist die Zentralfigur Jesus Christus. Das Alte Testament sagt sein Kommen voraus und bereitet das Volk dazu vor. Ne, klingt jetzt, ich sag mal so, vielleicht in Ohren von Menschen, die nie sich beschäftigt haben mit dem Thema, klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch. Ja, wieso Alte Testament über Jesus? Jesus, ne, kam nur 400 Jahre nachdem das Alte Testament, das letzte Buch vom Alten Testament geschrieben wurde. Ja, aber wie, ne, zum Beispiel hier diese Prophezeiung von 1. Mose 3,15, ganz klar, aber hier die ganzen Lämmer, warum hat Gott gesagt, ihr müsst hier ein Lamm töten und sein Blut auf den Türpfosten streichen, ne, damit der Todesengel nicht vorbeikommt und so weiter, damit ihr geschützt seid. Das Blut vom Lamm wird euch erretten. Und so, das heißt, dann sieht man ganz klar, ne, dass schon damals, ne, die Zentralfigur der Bibel Jesus war, obwohl, ne, Jesus nicht ein Lamm, ein Tier ist, aber das hat schon auf Jesus gezeigt, dass der Jesus ist das Lamm, Jesus ist die Erfüllung von dieses Bild. Warum hat Gott dieses Bild gegeben? Nicht aus Spaß, sondern weil Gott die Zukunft schon kannte und wusste, später wird einer sterben. Und damit die Menschen verstehen, was der Tod Jesus bedeutet, hat er die ganzen Sachen gegeben im Voraus. Ja. Jesus ist das Wort Gottes, das unter uns lebte. Zum Beispiel, ne, 1. Mose Kapitel 1. Und Gott sprach, es gebe Licht. Und Gott sprach, es gäbe dies und das, das Wort Gottes, ne? Und im Johannesevangelium, und das Wort wurde Fleisch. Die Bibel fängt an, ne? Und Gott sprach. Johannesevangelium fängt an, und das Wort wurde Fleisch. Das heißt, das Wort im Alten Testament, das Wort im Neuen Testament, das Wort Gottes, ist Jesus. Ja, in ihm wurde das ewige Bund geschlossen. In Jesus. Jesus hat seine Lehre, das Evangelium, auf dem Alten Testament aufgebaut. Ja, das, ne, die Evangelien sind voll vom Alten Testament. Wenn man so liest, Matthäus-Evangelium zum Beispiel, ne, jede paar Verse, damit sich erfüllte, was der Prophet gesagt hatte, ne, und so weiter. Voll, voll, voll. Auch wenn es manchmal gar nicht so direkt steht, damit sich erfüllte, aber man merkt, wie viele Texte vom Alten Testament zitiert werden im Neuen Testament. Jesus und alle anderen Autoren des Neuen Testaments benutzen sehr oft das Alte Testament. Hier habe ich, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Texte genannt, aber es gibt Hunderte. Ne? Ich fasse immer ganz kurz zusammen. Jesus spricht in circa 1800 Versen, in mehr als 180 zitiert er das Alte Testament. Das heißt, mehr als 10%, was Jesus gesagt hat, sind Zitate aus dem Alten Testament. Das heißt, Jesus, ne, 180 Verse von den Evangelien sind Zitate aus dem Alten Testament. Lassen wir uns sehen. Hunderte Vorhersagen über Jesus wurden im Alten Testament prophezeit. Die meist bekannten sind 1. Mose 3,15, Jesaja 53, Psalm 22. Ich lese mal hier Jesaja 7,14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja 7,14. 14. Ganz starker Vers. Ganz starker Vers, weil das ist ein Zeichen. Ne, solche Zeichen, die gab es öfter in der Bibel, dass ein Prophet gekommen ist und gesagt, Gott sagt dies und das, und damit du weißt, dass das die Wahrheit ist, wird es ein Zeichen geben.
Und hier war das Zeichen, dass die Jungfrau schwanger werden wird. Es gibt dann, ne, es gibt dann Theologen, die sagen, ja, das hebräische Wort, die kann auch übersetzt werden mit junge Frau. Ne? Aber dann sage ich, welches Zeichen ist das, dass eine junge Frau schwanger werden wird? Millionen junge Frauen werden schwanger. Das ist kein Zeichen Gottes, dass eine junge Frau schwanger geworden ist. Der einzige Zeichen ist, wenn eine Jungfrau schwanger geworden ist. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Wunder. Und das heißt es, dass eine Jungfrau schwanger geworden ist. Das ist das Zeichen. Und sein Sohn wird welchen Namen haben? Immanuel. Und was bedeutet Gott mit euch? Das heißt, dieser Mann, der diese Jungfrau zur Welt bringen würde, würde sein Gott mit uns. Gott unter uns. Prophezeit von Jesaja, mehr als 500 Jahre, fast 600 Jahre vor Christus. Dann sieht man schon, wie deutlich das ist. Ganz deutlich. Das Alte Testament, ne? Es fehlt nur, dass das Alte Testament hier ein Foto von Jesus zeigt, ne? Alles andere war schon da. Alles andere war schon da. Nur weil damals ja keine Fotografie gab. Aber, ja. Alles andere, weil deutlicher kann man gar nicht sein. Die Jungfrau wird schwanger werden. Ne? Und er wird Gott mit euch sein. Weil ja, die Juden, die glauben nicht daran, ja, dass Gott inkarniert und solche Sachen. Die glauben nicht daran. Aber es steht schon prophezeit. Die glauben nicht, weil sie nicht glauben wollen. Es stand schon prophezeit. In ihrer eigenen Bibel. Weil dieser Vers steht auch in der jüdischen Bibel. Dieser Vers, ja, ist im Alten Testament. Und das Alte Testament ist die jüdische Bibel. Nur, dass die Bücher unseres Alten Testaments in einer anderen Reihenfolge sind, in einer etwas anderen Reihenfolge sind als die Bibel der Juden. Aber die Bücher sind alle die gleichen. Das heißt, und der Inhalt ist auch alle das gleiche. Das heißt, in der Bibel von denen steht schon dieser Vers, aber die wollen das nicht sehen. Dass eine Jungfrau schwanger werden würde und sein Sohn Immanuel sein wird. Das heißt, Gott mit den Menschen. Die wollen das nicht wissen, die wollen das nicht lesen. Steht schwarz auf weiß vor ihren Augen. Manche Bibel haben im Anhang eine Tafel, wichtigste Weissagungen über Christus, den Messias. Falls du es hast, blättere sie durch, um zu merken, dass es sehr viele sind. Kannst du das mal bitte machen? Hast du deine Bibel da? Dann blätter mal da im hinteren Teil. Das heißt, wahrscheinlich ist das hinten. Manche Bibel haben das auch in der Mitte zwischen Alten und Neuen Testament. Meine Bibel hat das ganz am Ende so, ne? Weissagungen über Christus, den Messias. Hast du es gefunden? In meiner Bibel direkt nach dem Neuen Testament gibt es so ein kleiner Inhalt, so ein Inhaltsverzeichnis mit 10 verschiedenen Sachen. Und eine dieser Sachen ist das hier. Wichtigste Weissagen über Christus, den Messias. Und da kannst du rausfinden, auf welcher Seite das ist. Hast du es gefunden? Nein, welche Bibel hast du? Aha. Ja, ich, ne, muss das, ich sag mal so, darauf hinweisen, weil es wichtig ist und ganz, ganz viele Bibel haben das und die haben das nicht umsonst, weil es einfach wichtig ist. Das ist die Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament. Hast du es gefunden? Ne? Schön, Halleluja. Wie viele Seiten hat das? In deiner Bibel? Fünf. Aha. Dann sieht man, dass es
sehr viele sind. Ich weiß nicht, wie zusammengefasst das sind in deiner Bibel, aber in meiner Bibel sind es ungefähr 30 Seiten. Und das sind nur die wichtigsten, nicht alle, ne? Das sind nur die wichtigsten, ne? Wo man so total deutlich sehen kann. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende unserer Lektion. Ab der nächsten Lektion geht es um Bücher der Bibel. Um Bücher der Bibel, weil ja, Bibelpanorama heißt die ganze Bibel von 1. Mose bis Offenbarung. Und bis jetzt haben wir, sind ja auf Seite 19 und haben noch kein Buch der Bibel studiert. Aber ab nächste Woche geht's los mit 1. Mose, ganz klar, der Anfang. Damit du die Lektion besser verstehen kannst, sollten die Texte vor der Lektion gelesen werden. Macht auch Sinn. Wenn wir auf Seite hier 23 schauen, dann steht es, ne, 1. Mose 1 bis 11. Gott erschafft alles und greift in der Geschichte ein. Das heißt, nächste Woche werden wir das besprechen. Diese 11 Kapitel, die ersten 11 Kapitel der Bibel. Deswegen ist es auch interessant, dass du, wenn du es schaffst, diese 11 Kapitel zu lesen. Und um diese Aufgabe zu erleichtern, habe ich hier auf Seite ganz hinten, auf Seite 113, Bibellesekontrolle, wo ne, du dann das markieren kannst für jede Lektion, so die Kapitel, die man lesen sollte. Das heißt, wäre gut, ne, dass du sie liest. Weil ne, du dann viel mehr verstehst. Das, was sie besprechen, dann viel mehr versteht. Wenn du die Person so und so zitiere und so, dann weißt du, worum es geht. Ne? Wenn du die Bibel nicht gelesen hast, dann nenne ich hier Sachen und du denkst, oh, was nennt er darauf? Ne? Und so, ne? Ja. Oder du kannst es vielleicht auf MP3 hören und so weiter. Hast du so eine Bibel auf MP3 oder App oder so, ne? Ich habe so eine Schlachter 2000, so eine App, wo ich die Schlachter 2000 hören kann. Und da gibt es andere Versionen auch. Ich empfehle immer die Schlachter 2000, weil wir dann, ich sag mal, so dieselbe Sprache sprechen. Damit wir, ich sag mal, so, wenn ich da irgendwas sage auf der Seite so und so und so, und manchmal gibt es da kleine Unterschiede, um dann das zu vermeiden, solche, ich sag mal, so, dass ich hier einen Vers nenne, aber du hast es ein bisschen anders und so, okay, dann deswegen habe ich ne, die Schlachter 2000 quasi als Grundlage, aber muss nicht sein. Ne? Und nächster Vorteil, wenn du ne, jedes Mal diese Kapitel liest, am Ende dieses Bibelpanoramas hast du auch die ganze Bibel durchgelesen. Ne? Noch ein Vorteil. Ne? Als ich frisch zum Glauben gekommen war, habe ich solche Sachen gemacht. Das heißt, damals gab es hinten in der Bibel, ich denke, bis heute gibt es noch hinten in der Bibel auch so ein Blatt, wo so kleine Vierecke sind, wo jetzt hier zum Beispiel 1. Mose steht und dann so eine Reihe kleine Vierecke und dann 2. Mose eine Reihe Vierecke, wo man dann ankreuzen kann, jedes Kapitel, was man gelesen hat. Ne? So was gibt's, ne? Ich denke, das hat mir auch geholfen, weil ich, nachdem ich die Bibel ein paar Mal durchgelesen habe, vom 1. Mose bis Offenbarung, dann war ich schon ein bisschen so gelangweilt, immer von 1. Mose bis Offenbarung zu lesen, habe gedacht, weißt du was, ich fange mal so ganz willkürlich an, ich lese ein bisschen hier, ein bisschen da und ein bisschen hier, ein bisschen da. Und wie kann ich das dann kontrollieren, dass ich nicht immer nur die gleiche Kapitel lese? Und dann eine der Methoden ist genau das. Das heißt, ich lese hier ein Kapitel, dann kreuze ich dann in diesem Blatt an. Oder dann lese ich da einen ganz anderen Kapitel da, ganz woanders, kreuze ich da an und so weiter. Und dann irgendwann merke ich, diesen Kapitel habe ich schon, das andere habe ich schon, was habe ich noch nicht und so. Ne? Später bin ich dann auf die Idee gekommen, so eine kleine Marke zu machen in jedem Kapitel, was ich gelesen habe. Oder das Datum ganz klein neben den
Kapitel zu schreiben. Und dann habe ich dann geblättert und dann gesehen, hier ist schon eine Marke und da ist schon eine Marke, aber da ist noch nicht. Das heißt, und so, ne? Das heißt, Methoden gibt es, damit man auch die ganze Bibel liest und nicht nur 100 Mal immer das Gleiche. Weil, ne, es ist auch wichtig. Das heißt, das ist auch so eine philosophische Frage, dass die Bibel das Wort Gottes ist, wissen wir. Aber die philosophische Frage, ist die Bibel auch gleichmäßig das Wort Gottes? Im Sinne von, sind einige Kapitel der Bibel oder Verse der Bibel mehr und stärker Wort Gottes als andere? Ne, und weil ich gegen dieser Meinung bin, ne, das heißt, niemand würde sagen, ja, oder ganz wenige würden sagen, ja, es gibt Bibelverse, die so ganz stark das Wort Gottes sind, und es gibt andere Bibelverse, die ganz leicht das Wort Gottes sind. Ne, wenige würden das so behaupten. Ne? Aber im Grunde machen die meisten genau das. Die lesen immer die gleichen Texten. Die lesen immer Psalm 23 und Matthäus 5 und so weiter, ne? Und lassen die anderen Texte dann so ein bisschen zur Seite, ne? Und das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Das heißt, wenn ich sage, die ganze Bibel ist das Wort Gottes und jeden Bibel der Vers hat das gleiche Gewicht, ist gleich Wort Gottes als alle anderen, ne? Und deswegen sollen wir auch alle lesen, ne? Und nicht nur ein Teil davon, ne? Ja. Ja. Wenn du es schaffen willst, musst du wirklich reinhauen. Das heißt, dafür musst du im Schnitt 25 Kapitel pro Woche lesen. Klar, die Bibel hat circa 1200 Kapitel und wenn man 1200 durch 365 teilt, dann kommt man schon ungefähr hier auf diese Zahl 25. Vielleicht weniger, aber weil es dann ein paar Bücher gibt, die so ein bisschen größer sind, andere sind kleine, deswegen 25. Das, was durchaus machbar ist, zum Beispiel 3 an den Arbeitstagen und am Sonntag und Samstag circa 5 bis 10. Ja, das heißt, wenn du jeden Tag 3 liest, mal 5 sind 15, dann bleiben noch 10 übrig, 5 am Samstag, 5 am Sonntag. Es werden auch Tage kommen, wie zum Beispiel hier Lektion Nummer 4. Da sind es 39 Kapitel in eine Woche. Deswegen wäre es auch interessant, wenn du das merkst, oh, übernächste Woche haben wir 39 Kapitel. Vielleicht lese ich diese Woche dann 25 und nächste Woche 25 und nicht diese Woche 11 und nächste Woche noch 39. Verstehst du? Ne? Ja. Gut. Auf der nächsten Seite habe ich so einen kleinen Trick gemacht. Einigen Leuten hilft das, anderen hilft das nicht. Wenn es dir hilft, mach das, ne? So ein Beschluss, ich nehme mir vor, im nächsten Jahr die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung ganz durchzulesen. Wenn du denkst, tolle Idee, wird mir helfen, wenn ich mir das vornehme und hier das heutige Datum reinschreibe, meine Unterschrift da mache, dann werde ich es schaffen. Ne? Es gibt Leute, die, ich sage mal so, da so für sowas fähig sind. Ne? Und anderen, ne, die können das nicht. Wie zum Beispiel ich. Wenn ich das mache in einem Jahr, hat das nicht geklappt. Das heißt, ich bin so ein bisschen chaotisch. Aber ne, andere helft das. Und wenn es dir hilft, gut. Ne? Musst du selber wissen. Ne? Musst du selber wissen, dass du dann jeden paar Tage denkst, oh, aber ich habe da unterschrieben, ne, dann muss ich das jetzt auch machen oder so, ne? Aber es soll nicht hier dich unter Druck setzen, sondern es ist mehr so, ne, um dich zu helfen, ne? Gut. Ich möchte noch hier ein paar Kommentare machen über diesen Anhang Ordnung der Bücher. Dieser Anhang will ich nicht lesen, aber nur so kommentieren. Das heißt, die Reihenfolge, Reihenfolge. Weil wir werden merken, dass nicht alle Bücher der Bibel in der geschichtlichen Reihenfolge in der Bibel stehen, sondern thematisch gruppiert.
Das heißt, diese ersten Bücher, die wir studieren werden, hier 1. Mose, 2., 3., 5., Mose, Josua und Richter und so weiter, die stehen in der geschichtlichen Reihenfolge. Aber es gibt andere, die ganz kreuz und quer sind, wie zum Beispiel die Propheten. Da gibt es die große Propheten und die kleine Propheten. Das heißt, das sind zwei Gruppierungen, die organisiert sind nach der Größe der Bücher. Deswegen heißt die auch große Propheten, nicht weil die Propheten die 1,80 Meter groß waren oder und die anderen nur 1,60 Meter, aber sondern weil die einen viele Kapitel haben und die anderen wenige Kapitel haben. Deswegen heißen große Propheten und kleine Propheten. Und deswegen, ne, ist das eine Vermischung, chronologisch eine Vermischung. Da gibt es in den Propheten Bücher, die viel früher geschrieben wurden als andere, die dann aber vorherstehen und eine Reihenfolge und so weiter. In diesem Fall, ne? Das ist so ein bisschen verwirrend, ne? Und ich werde auch versuchen, wenn wir das Heft Nummer 3 studieren, was über die Propheten handelt, dann werde ich versuchen, das so ganz stark wie möglich zu betonen, welcher Prophet in welcher Zeit gelebt hat, damit es so klar wie möglich wird, damit du die Zusammenhänge besser verstehst. Aber hier habe ich so eine kleine Tabelle gemacht, mit dieser Reihenfolge. Es gibt auch bestimmte Bücher, die man gar nicht in der Reihenfolge tun kann, wie zum Beispiel das Buch der Psalmen, weil das Buch der Psalmen beinhaltet Psalmen, die geschrieben wurden von meistens von David, aber auch von anderen Autoren, die man nicht weiß, wann sie gelebt haben. Und auch die Sachen, die da drin stehen, die sind nicht geschichtlich bezogen, wie jetzt, ne, der Psalm 23. Es erzählt nicht eine Geschichte von einem Hirten, den es tatsächlich gibt. Der Herr ist mein Hirte. Er redet, okay, das ist ein Anbetungspsalm oder so, aber nicht geschichtlich bezogen. Deswegen kann man nicht sagen, der Psalm 23 ist stattgefunden, hat stattgefunden im Jahr 1000 vor Christus oder so. Nee, weil es einfach, ne, ich sage mal so, die Wörter, die da drin stehen, die sind poetisch und deswegen haben sie keinen Bezug zum Datum oder so. Und auch alle anderen Psalmen, die haben keinen Bezug zu einem Datum. Und deswegen kann man auch nicht sagen, ja, chronologisch gesehen liegt das Buch der Psalmen in der Stelle so und so. Weil es in diesem Fall wenig mit der Chronologie zu tun hat. Und auch die anderen, wie hier Sprüche oder der Prediger, wo alles nur um, ich sag mal so, Poesie und Philosophie geht und solche Sachen. Ja, und in diesem Fall gilt das Datum der Veröffentlichung. Das heißt, in diesem Fall, wenn Sie sagen, ja, das Buch der Psalmen, wie stecken wir das dann in einer Chronologie? Dann sagen wir, okay, dann stecken wir das in der Zeit, wo König David gelebt hatte und so, ne? Das heißt, obwohl die Sachen, die da drin stehen, nicht erzählen über geschichtliche Gegebenheiten. Ne? Deswegen hier zum Beispiel 1. Mose und dann Hiob ist auch so eine komplizierte Sache, weil Hiob hat gelebt vor Abraham. Das heißt, Hiob, das was da drin steht im Buch Hiob, geschah zwischen 1. Mose 11 und 1. Mose 12. Das heißt, vor Abraham und nach der Sintflut. Aber steht, ne, vor Psalmen, ne, viel, viel nach hinten, ne. Und deswegen auch diese, ne, okay, 2. Mose bis 5. Mose ist eine Reihenfolge, Josua, Richter, Ruth, 1., 2. Samuel. Das ist alles eine Reihenfolge. Und da sind zum Beispiel hier Sprüche, einige Kapitel, wo man nachweisen kann, dass sie von einem Autor so und so geschrieben wurde oder von einem anderen Autor, wo man ungefähr herausfinden kann, wann er gelebt hat. Deswegen hier diese Reihenfolge so ein bisschen vermischt. Und dann hier die Propheten. Das ist interessant. 1. Könige 5, 2. Könige 1, Joel. Das heißt, Joel ist in dieser Zeit gelebt, wo 1. Könige
5 bis 22 oder 2. Könige 1 diese Gegebenheiten, die da beschrieben werden. In dieser Zeit, zu dieser Zeit hat der Prophet Joel gelebt. Der Prophet Jona hat gelebt in der Zeit der Sachen, die in 2. Könige 14, lass mal sehen, geschrieben stehen. Und Amos, 2. Könige 14, Hosea, 2. Könige 15, Jesaja, Micha und Naum, 2. Könige 18 bis 19, Sefania, Habakuk, 2. Könige 20 bis 21. Das heißt, ich weiß nicht, ob du in deinem Kopf diese Verknüpfung machen kannst, weil diese Propheten, zum Beispiel Jesaja, der steht da mehr so gegen Ende vom Alten Testament und 2. Könige steht quasi so im ersten Drittel vom Alten Testament. Aber die Sachen, die in 2. Könige 18 drin steht, beschreiben die Geschehnisse einer bestimmten Zeit, die Zeit, wo der Prophet Jesaja und Micha und Naum gelebt haben, aber die stehen ganz am Ende vom Alten Testament. Ne? Ist ein bisschen, müssen zwei, dreimal das hier durchlesen, um langsam anfangen zu verstehen und so weiter. Deswegen das, ne, mit dieser Ordnung der Bücher, dieser Reihenfolge der Bücher. Deswegen habe ich das so gemacht, um versuchen, dass man so ein bisschen im Kopf das versteht, dass nicht alles so im Alten Testament genau der Reihenfolge nach ist, sondern manchmal ist es gar nicht möglich. Und in einigen Fällen wurde das quasi absichtlich durcheinander geworfen, ne, wie im Falle der Propheten oder so. Weil die Leute, die das organisiert haben, die haben gedacht, ja, wir haben hier eine tolle Idee, wir organisieren die Propheten der Größe nach. Ne? Und da haben die dann so die geschichtliche Information so ein bisschen durcheinander geworfen. Okay. Ne? Gut, und noch hier das letzte, Bücher des Alten Testaments zum Auswendiglernen. Da habe ich hier ein paar Male hier die Bücher des Alten Testaments aufgeschrieben mit verschiedenen Zielen. Zum ersten Mal alle Bücher, das heißt zum Beispiel Mose auf Deutsch, viel, viel leichter als auf Portugiesisch, ne? Nur Mose, Mose und fertig. Auf Portugiesisch muss man auswendig lernen, Genesis, Esdo, Levitico, Numerus, ne? Deuteronomium. Fünf, ne, muss man auswendig lernen, hier nur eins. Deswegen auf Deutsch leichter. Und da habe ich so einen kleinen Strich gemacht. Weil ich habe so das Gefühl, dass man so da atmen kann. Das heißt, Mose, Josua, Richter, Ruth, dann atmen, Samuel, Könige, Chronik, atmen, Esdra, Nehemia, Esther, atmen, Hiob. Ne? Das heißt, so eine Art Welle sozusagen, damit man da durchkommt. Und, ne? Und wenn du das so ein bisschen mehr auswendig gelernt hast, dann habe ich hier Anfangsbuchstaben gemacht, dann kannst du mit dem Finger da drauf zeigen, MJRR, das heißt Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Esther, Hiob, Psalmen und so weiter. Das heißt, wenn du schon ein bisschen fortgeschritten bist in diesem Prozess und wenn dann sehr fortgeschritten bist in diesem Prozess, die Stellvertreter, dann kannst du mit dem Finger da drauf zeigen auf jeden X. Jeden X ist ein Buch, ne? Und so. Und hier zum Mitnehmen in der Hosentasche, dann kannst du dir das schneiden, wenn du möchtest, ne? Und dann, ich sage, ich mache das, weil ich das selber gemacht habe. Früher, als ich, ne, Konfirmandenunterricht hatte, hat mein Vater gesagt, hier Bücher der Bibel auswendig gelernt, dann lernen. Was habe ich gemacht? Auf einen Zettel geschrieben, in der Hosentasche und dann immer in der Pause dann Blick drauf geworfen und so. Und dann habe ich es dann auch geschafft. Ne? Ja. Und die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden, die Aufgaben. Frage Nummer 1. In welchem Jahrtausend haben die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob gelebt? Frage Nummer 2. Wie kann die Archäologie die Bibel unterstützen? Und Frage Nummer 3. Folgenden Satz besprechen: Das Neue Testament braucht das Alte Testament als Fundament. Amen. Halleluja.